Was das hier ist und wie man das hier macht, das zeige ich euch jetzt. Servus Freunde, heute wollen wir wieder mal eine kleine Modifikation vornehmen und zwar wollen wir uns die Griffschalen anpassen an unseren Taschenmesser. Es gibt immer eine Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt und das ist meistens an den Griffschalen die Farbe. Ich weiß, viele gibt es, die dieses Rot mögen. Ich mag es nicht ganz so sehr und es gibt auch Griffschalen natürlich in anderen Farben und anderen Variationen. Ich finde aber nicht so viele und wenn, entweder sehr teuer oder halt eben nicht genauso, wie ich mir das vorstelle. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, wir machen das jetzt selbst. Vielleicht will der ein oder andere das von euch auch mal machen. Deswegen, ich zeige euch, wie ich es mache und wie das Ergebnis aussieht. Das sehen wir natürlich nachher. Als nächstes wisst ihr ja, ich mag den Kugelschreiber und den habe ich mir auch wieder besorgt. Und zwar haben wir diesmal das Victorinox Huntsman. Finde ich, ist ein sehr cooles Messer. Von den Features her alles dabei, was man eigentlich braucht. Aber der Kugelschreiber ist nicht mit dabei und deswegen habe ich mir hier die Plusschalen besorgt. Der Unterschied ist, dass wir hier zusätzlich noch den Einschub direkt schon mit drin haben. Und die modifizieren wir uns. Mal sehen, was wir hieraus Cooles machen können. Und zwar machen wir das Ganze im Wassertransferdruck. Habe ich noch nie gemacht. Ich werde das heute mit euch zum ersten Mal ausprobieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das sehr cool aussehen wird. Es ist ein bisschen Arbeit, aber ihr bekommt auf jeden Fall jede eure Schalen hier, die aus Kunststoff sind, in dem Design, was ihr euch wünscht. Was brauchen wir dafür? Natürlich einmal unsere Griffschalen. Wir brauchen Kreppband, ein bisschen was zum Saubermachen, Isopropanol oder Bremsenreiniger. Dann haben wir hier eine Grundierung und einen Klarlack, den Aktivator, ein bisschen Schleifpapier, ein Gefäß und natürlich unsere Folie. Ich habe mir jetzt mal zwei Muster ausgesucht. Einmal hier mit so Totenköpfchen und das andere ist hier auf der Seite so ein Flecktarn. Je nachdem, welche Grundfarbe ihr drunter macht, habt ihr natürlich auch ein anderes Design. Wenn wir jetzt hier diese Folie nehmen, die ist so leicht transparent. Das heißt, das, was unten drunter ist, ist das, was als Grundfarbe dient. Ich werde in meinem Fall hier jetzt weiß nutzen. Mal sehen, wie gut es aussieht. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Also ihr braucht erstmal die Griffschalen. Das heißt, ihr müsst die erstmal runterkriegen. Wenn ihr die jetzt nicht wie ich noch euch zusätzlich gekauft habt, dann könnt ihr natürlich die Griffschalen runter machen. Ihr müsst sie eigentlich runter machen. Und zwar geht das am besten, wenn ihr das Messer in so 60, 70 Grad heißes Wasser legt für eine gewisse Zeit, dass der Kunststoff ein bisschen weicher wird. Wenn die dann weich sind, dann kann man sie nämlich viel besser runterholen, weil der Kunststoff eben nicht so spröde ist. Wie ich die Messerschalen runterbekommen habe, das könnt ihr hier oben in dem Video sehen. Schaut es euch gerne an. Ansonsten ist das wirklich kein großer Akt. Wir legen los. Ich möchte gerne hier später wieder das Logo drin haben, deswegen machen wir das jetzt vorher raus. Ihr könnt das natürlich drin lassen und es gibt auch Griffschalen, bei denen das Logo eben nicht eingelassen ist, sondern einfach mit drauf lackiert. Da funktioniert es natürlich nicht, da ist es dann weg. Aber hier in dem Fall haben wir so einen Metalleinsatz drin. Wir können einfach hier hinten, ich nehme hier einen Bohrer für, einfach reinstechen und das langsam und vorsichtig rausholen. Da ist es. Und jetzt haben wir das Logo hier separat. Als erstes nehmen wir uns feines Schleifpapier und schleifen das Ganze erst einmal ein bisschen an. Und jetzt reinigen wir die Geschichte. Entweder mit ein bisschen Isopropanol oder ihr könnt auch Bremsenreiniger, irgendeinen anderen Reiniger nehmen, um den Staub wieder wegzukriegen. Einmal vorher grundieren. Und Leute, macht das in mehreren Schichten. So, ich muss nochmal den Standort wechseln jetzt, weil das Ganze ein bisschen in der Sonne war. So sieht das Ganze jetzt aus. In weiß, in innenrot. Und jetzt machen wir den Wassertransferdruck. Wie gesagt, das probiere ich jetzt zum ersten Mal für euch aus. Ich bin richtig gespannt, wie gut das jetzt wird. So, jetzt müssen wir das Ganze aber natürlich noch uns hier zurechtschneiden. Das ist die Wassertransferfolie. Wenn euch das interessiert, ich habe euch ein bisschen was unten verlinkt. Schaut es euch gerne an. Wir gucken jetzt einmal, welche Größe wir hier ungefähr brauchen. Schneiden uns das jetzt raus und dann legen wir los. Wir können auch jetzt schon mal gucken, wie das Ganze ungefähr aussieht, indem wir einfach mal hier das da drüber legen. Und so in etwa. Sieht man, wie das Weiß jetzt hier wirkt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Am Rand etwas größer lassen. Vielleicht müssen wir auch gucken, dann, wo wir das Muster haben. Ich hätte gern hier so einen. Mal so. Jetzt soll man hier am Ende mit dem Kreppband das drauf machen, dass sich das im Wasser, wenn sich das löst, nicht zusammenzieht. Das hier drauf machen. Ich mache das nämlich jetzt so.
So, und jetzt schneiden wir das hier ab. So. Jetzt kommt Wasser rein. Wasser soll 30 Grad haben. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen Modellierknete. Die drücke ich jetzt hier drauf, auf die Rückseite. Das hat folgenden Grund, dass ich die so nehmen kann und dann einfach besser in das Deckbecken eintauchen kann. Und sonst habe ich ja die Finger hier irgendwo hier seitlich. Das soll nicht sein. Jetzt fangen wir mit dem hier an. Das legen wir jetzt hier drauf. Das soll man einfach so hier drauflegen. Und dann hier den Aktivator drauf sprühen. So, dann zieht sich das hier glatt tatsächlich. Wenn wir nochmal so 30, 60 Sekunden meine ich warten. Hier haben wir den ja schon vorbereitet. Es ist das erste Mal. Jetzt langsam und vorsichtig rein. Leicht schräg. Das hat noch nicht so gut geklappt. Das probieren wir nochmal. Und jetzt trocknen lassen. Gleich nochmal da so ein Schmierwohl drauf. Den machen wir gleich noch ein bisschen mit Wasser weg. Aber sieht doch schon cool aus, oder? So, der nächste Tag hat begonnen. Und zwar habe ich noch einiges ausprobiert. Es war nicht ganz so einfach, weil verschiedene Sachen nicht gestimmt haben. Und es gibt gewisse Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Ich möchte euch das erste Muster zeigen, was ich hier habe. Zum einen, wie man hier sieht, der Kopf hier ist so ein bisschen verzogen und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Es hat so vom Druck her geklappt, aber es gab das ein oder andere Problem und ich möchte euch sagen, was ich gemacht habe, damit es funktioniert hat. Das Ergebnis sieht jetzt wie folgt aus und zwar haben wir hier diese beiden Schalen. Die sind noch nicht lackiert, jetzt kommt noch Klarlack drauf. Ich habe das jetzt über Nacht mal trocknen lassen, aber es gab verschiedene Punkte, die man eben beachten muss. Zum einen, ganz wichtig, die Wassertemperatur habe ich 30 Grad gemacht. Dann, ich habe das Ganze draußen gemacht. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, das darf man nicht in der Sonne machen. Die Folie darf auch nicht in der Sonne liegen und so, ist klar. Wird zu warm und dann stimmt das Verhältnis nicht mehr richtig. Also Wassertemperatur muss bei 30 Grad sein. Dann muss die Folie, wenn die eingelegt wird, eben genau 90 Sekunden drin liegen. So habe ich es gemacht, 90 Sekunden reingelegt, dann kommt der Aktivator drauf und dann ganz wichtig, nicht zu lange warten. Ich habe exakt 15 Sekunden gewartet und dann habe ich das Werkstück eingetaucht. Und zwar nicht zu schräg, also nicht in diesem Winkel und dann so rein, sondern ich habe so ganz minimal leicht schräg. Und dann ganz wichtig war, dass ich ganz langsam eingetaucht habe, also wirklich langsam eingetaucht und dann auch nur sachte geschüttelt. Und nicht zu stark. Wenn man zu stark schüttelt, das habe ich auch gemerkt, das funktioniert auch nicht so gut. So, dann ist der Druck, sieht man relativ schnell, schon sehr gut. Nach 2 Minuten ungefähr, so lange habe ich gewartet, habe ich das Ganze mit lauwarmem Wasser wieder von Hand abgewischt. Und zwar wirklich so vorsichtig abgewischt, dass da dieser Schleim runterkommt. Da ist so eine Art Klipper drauf und den kann man dann runterwaschen. Das funktioniert auch sehr gut. Was ich aber festgestellt habe, ist, man muss wirklich lauwarmes Wasser nehmen. Nimmst du kaltes Wasser, ist es so, dass die Oberfläche, so scheint es zumindest, dann spannt und dann anfängt zu reißen. So ist es mir zumindest ein, zweimal passiert, dass danach die Oberfläche nicht mehr gut aussah. Also ganz wichtig, Wassertemperatur 30 Grad, 90 Sekunden,
Folie drin liegen lassen, Aktivator drauf und auch zwar so viel, dass es schön oben bedeckt ist, dass man so einen Film drauf sieht, wie so eine glatte Fläche quasi sieht das dann aus. 15 Sekunden, nicht viel länger und nicht viel kürzer auf jeden Fall. Eintauchen, vorsichtig und langsam, leicht schütteln, das Ganze danach dann 2 Minuten kurz antrocknen lassen, lauwarmes Wasser nehmen, auch wieder 30, 35 Grad, vorsichtig abwischen und dann das Ganze trocknen lassen. Wenn das Ganze dann trocken ist, dann sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt sind. Und zwar geht es um das Finish, nochmal schön lackieren. Und dann bin ich gespannt, wie gut das aussieht. Ich habe mich für Seitenmatt entschieden, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob vielleicht Glanz noch ein bisschen besser gewesen wäre. Aber wir probieren es jetzt damit aus und schauen mal, wie es wird. Das Ganze machen wir jetzt in 3 Schichten. Vielleicht reicht noch 2, ich mache 3. Jetzt setzen wir noch das Emblem hier wieder ein. So, machen wir ein bisschen Kreppband hier drauf. Ich habe den Schraubstock extra so genommen, dass man es von oben drücken kann, damit es nicht rausfällt. Und jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Da wir ja die Blussschalen haben, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier zusätzlich den Kugelschreiber mit reinzubringen. So. Fertig ist das gute Stück. Jetzt packen wir noch diese Sachen wieder rein. Einmal den Zahnstocher. Der Zahnstocher, die Pinzette und die Nadel. So Freunde, da ist das Messer. Ich finde, es ist tatsächlich sehr gut geworden. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Eine Sache würde ich ändern. Zum einen würde ich, glaube ich, Klarlack nehmen, der glänzend ist. Ich glaube, das sieht noch ein bisschen besser aus. Aber ich finde es so schon ehrlich gesagt sehr cool. Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist auch nicht ganz so schwer. Wichtig ist vor allem, wie schon erwähnt, ihr müsst euch an die Zeiten halten. Wassertemperatur, Einwirkzeit der Folie, Aktivatorzeit, rausnehmen und nicht zu lange, dann warten wieder. Lauwarmes Wasser nehmen, ganz wichtig. Ich habe es wie gesagt ein paar Mal gemacht, aber letztendlich hat es funktioniert. Und so kann man sich individuell jedes seiner Designs machen. Also überhaupt kein Ding. Es gibt etliche Folien, es gibt etliche Möglichkeiten. Mach dein eigenes Messer, ich sag dir, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt die ein oder andere kleine Stelle, die nicht 100% geworden ist, muss ich tatsächlich sagen, aber finde ich nicht schlimm. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben, gebt einen Kommentar, abonniert, falls es noch nicht getan hat, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.